Hallo, willkommen hier bei den Eifel Bikes in Bitburg. Ich bin der Matthias, einige kennen mich ja schon, einige Videos gibt es ja schon. Immer noch alles Kawasaki, das wird auch dabei bleiben. Ich habe mal noch ein Video, was wir jetzt machen, was vorbereitet. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man einen Vergaser an der 900er GPZ, 900R, einen Vergaser rausmacht und wieder einsetzt. Weil viele haben damit noch Probleme, hatte ich anfangs auch. Ich habe da was vorbereitet, da gehen wir jetzt mal in die Werkstatt. So, ich habe mir jetzt ein langes Messer besorgt. Das heißt besorgt, ich habe es sowieso hier. Ich zeige euch jetzt mal, kannst du näher kommen? Wir zeigen euch jetzt mal hier den Abstand zwischen Vergaser und Luftfiltergummis. Ich habe jetzt schon mit dem Messer zweimal nach oben geschnitten, dass ich diesen Gummi wegbekomme. Weil dann kann ich den Vergaser nach hinten ziehen. Das zeige ich euch jetzt mal. Halt weiter drauf. Jetzt habe ich Luft und dann kann den Vergaser locker rausziehen. Die Anschlüsse vom Gasgriff, die Leitungen bleiben fest, ebenfalls der vom Schock. Kann man festlassen, wie in dem Fall jetzt, weil den Vergaser habe ich vorher schon mal überholt. Ich habe dieses Motorrad erst bekommen und wusste nicht, ob es läuft. Deshalb habe ich den Vergaser jetzt erstmal provisorisch reingemacht. Bei diesem Motorrad, zeige ich es nochmal von vorne. Bei der A7 oder 92, da ist Folgendes anders. Sie brauchen eine Abgas-Sonderuntersuchung bei diesem Modell. Aber da ich sie für mich mache, habe ich ein paar kleine Änderungen. Das heißt, dieser Vergaser hat wie die alten Modelle, wie die Modelle davor, die 88er, 84er, 136er Düsen, also 132er Beschleunigungsdüsen drin. Statt 132 habe ich 135 reingemacht. Also, und jetzt ist noch, kommt noch dazu, sie ist, ich zeige es euch jetzt, der Kameramann schwenkt mal kurz rüber. So, hier steht derselbe Pflegefall noch. Hier ist die Luftfilterkiste. Die werde ich jetzt, werden wir jetzt mal gucken, weil diese Gummis hier, das sind die ich kaputt geschnitten habe. Der Unterschied zwischen der A7 und einer von 88 ist dieser Lufteinlass. Die A7 hat nur die Hälfte im Prinzip, dieses kleinere Loch. Sie hat auch etwas längere Auspufftöpfe. Das ist auch so ein Hinweis, für später die ASU hinzukriegen, die Abgasregelung. Ich mache sie hier jetzt, wie gesagt, für mich. Der Vergaser ist draußen. Der hat eine andere Bedüsung gekriegt. Ich nehme jetzt die Luftfilterkiste raus. Die hängt an zwei Schrauben, einmal rechts, einmal links. Zwei kleine 10er Schrauben. Wir schwenken nochmal rüber ans Motorrad, an die Luftfilterkiste. Sie ist hier unten mit einer 10er und auf der anderen Seite genauso gesichert. So, wir machen sie jetzt los. Und dann werdet ihr sehen, wenn es dann kommt. So. Das ist das Original A7 Modell. Das werde ich jetzt öffnen, damit es genau wie bei der anderen den größeren Einlass für die Luft hat. Der Vergaser war ursprünglich gedrosselt. Diese vier Kappen, die man hier sieht, habe ich getauscht. Moment, welcher?
Man sieht hier, wo ich den Finger habe. Ich weiß, der Kameramann geht mal ran. Ich schiebe den jetzt mal nach oben hier, die Drosselklappe. Sie geht bis ganz hoch. Nein, in dem Fall geht sie nicht ganz hoch. Ne? Ne? Man sieht, dass sie nicht hoch geht. Ne? So, jetzt nehme ich mal den daneben, weil das, der eine Zylinder habe ich jetzt die Drossel drin gelassen. Also der, der oben, der Deckel, der ist auch der originale. Das ist aber jetzt nur zum Zeigen. So, der andere Deckel ist offen nach oben. Und hier sieht man jetzt, wenn ich den Schieber nach oben drücke, der verschwindet ganz oben drin. Kann man es richtig sehen? Ja, das ist gut. So, also dieser eine Deckel werde ich noch machen, tauschen. Das ist jetzt nur, damit es, dass man jetzt versehen kann als Laie. So sieht das aus und so kann es aussehen. So, wie gesagt, ich mache jetzt diese Geschichte offen, den offenen rein, weil es nützt nichts, wenn ich größere Düsen reinmache und mache die Vergaser auf und sie bekommen keine Luft, läuft nicht. So, ich mache jetzt, wie gesagt, ich ändere den, setze den wieder rein. Diese Gummis, Sekunde, halt mal weiter drauf. Ich habe hier nagelneue Ansauggummis noch verpackt. So, die sind, man meint, sie wären gerade, ist aber nicht der Fall. Sie sind in dem Fall versetzt. Also man muss sie, wenn man sie jetzt einsetzt, so sitzen die da drin, schauen, ob sie auf den Vergaser passen. Der würde so schon mal nicht passen, aber als zweites würde der passen, weil er vorne ein bisschen rumgeht. Man kann es auch anders zeigen. Das ist zum Beispiel dieser eine, wäre das. Moment, wenn er jetzt mal liegen bleibt. Jetzt zeige ich euch mal, was ich damit jetzt sagen will. Moment, ich packe den anderen noch gerade aus. So. Dann wäre der so. Gefällt mir aber nicht. Der ist außen. Moment. Ja. Weil auch in der Luftfilterkiste dieser Abstand hier. Ich halte sie mal hin. Man kann sehen, man muss hier ein wenig ausrichten. Man kann nicht den einen da und den anderen x beliebig machen. Also es muss ausgerichtet sein. Wie gesagt, ich mache jetzt die Auspuff, also hier ich richte jetzt die Gummis aus, die anderen zwei noch. Die Luftfilterkiste wird hinten aufgemacht, wird wieder eingesetzt. In dem Moment, ich brauche dann also jetzt einen kleinen, ich brauche jetzt einen kleinen Moment Pause im Füllen. Ich setze, wie gesagt, die Luftfilterkiste setze ich ein, richte die Ansauggummis aus. Und das ist der Clou an der Geschichte. Aber ich will euch jetzt das noch nicht verraten. Aber so einfach kann es gehen. Man hat, wie ihr wisst, ich zeige euch das gleich, keinen Platz für den Vergaser im Normalfall reinzuschieben. Weil jetzt raus geht auch nicht mit alten Gummis. Ihr habt keine Chance. Entweder ihr schneidet die kaputt nach hinten. Ein Heißluftföhn könntet ihr auch noch nehmen. Aber es ist Murks. Einfach ein langes Messer, rausschneiden die Geschichte, es kommt eh neu. Pause. So, ich habe jetzt in einem Luftfilter, aber das offene jetzt geholt, habe das getauscht, damit es ein bisschen Durchzug gibt. Von dieser Seite kommt der Luftfilter nachher rein, wenn es drin sitzt. So, die Vergaser und die Gummis vorher einmal ausrichten. Ganz wichtig, dass einer nach außen, einer innen, einer außen, einer nach innen, also innen und einer nach außen. Ich habe jetzt ein Gummi eingesetzt hier schon. Zu achten drauf, wo man achten soll, ist genau diese Kante hier.
Weil der Gummi hat eine flache Seite, jetzt die ist abgeflacht. Und die muss genau mit der Kante hier übereinstimmen. So, man sieht es hier. Und dieser Gummi zeigt auch, wenn man es von hinten zeigt, ein wenig nach rechts. Ich gehe mal zum Luftfilter, mit dem Luftfilter zum Vergaser. Da kann man jetzt sehen, dass es genau so übereinander passt. So, ich montiere die jetzt mal rüber. In der Zeit ist noch eine kleine Pause und setze den Luftfilterkasten. Schiebe ich von der rechten Seite, schiebe ich den wieder hier rein und mache mit den 2/10er Schrauben, mache ich den wieder fest. Zu beachten, die Motorentlüftung, man sieht sie hier. Das ist die Motorentlüftung und hier ist auch noch eine Entlüftung. Die beiden haben wir hier unten, das ist die Motorentlüftung. Ich zeige es mal in einer anderen Form, anderen Position. Das ist die Motorentlüftung und hier haben wir noch einen kleinen Zapfen, haben wir auch noch eine kleine Entlüftung. So, wie gesagt, ich mache jetzt die Gummis, die drei setze ich noch ein, kannst du mich mal ganz zeigen, setze die drei Gummis ein, schiebe den Luftfilterkiste schiebe ich rein, setze zurück und dann sehen wir uns wieder. Sekunde. So, der Luftfilter sitzt wieder drin. Die Ansauggummis sind drauf. Wenn man so rüber guckt, sind die auch ausgerichtet. Man sieht, passt. So. Der Anschluss hier unten, man sieht jetzt ein bisschen schlecht durchs Licht. Ich mache mal ein bisschen Licht. Ja. Ja. So, die zwei Anschlüsse unterm Luftfilter für die Motorentlüftung sind wieder dran. Die sind nur gesteckt. So, jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Dafür brauche ich mal einen kleinen Moment, weil ich werde die Vergasergummis einfach umstülpen. Ich zeige euch jetzt mal, wie viel Platz ist, wenn man es nicht tut. Moment. Ihr seht, dass das irgendwie nicht gut gehen kann. Also es ist kein Platz. Man kann jetzt es mit Gewalt probieren. Die Gummis lassen nach hier. Hier noch. Die Gummis lassen nach. Ich probiere es mal, ich zeige es euch mal. Aber das ist kein Arbeiten. So, hier. So, das ist total zerknautscht. Wenn ihr jetzt die Gummis in den Luftfilter mit Öl eingesetzt habt, irgendwas was rutscht, weil das ist ein bisschen blöde Arbeit, dann rutscht euch jetzt alles daneben. So. Ich ziehe den Vergaser nochmal raus, weil das Geknautschte kann ich auch nicht leiden. So, pass mal auf. Ich gehe hin, ich komme mal auf die andere Seite bei denen hier. Ich nehme den Gummi, Moment, ich mache mal ein bisschen Licht, und drehe ihn einfach um. Schlage ihn wie ein Rollkragenpullover. Versuche ich das jetzt mal. Ja, alleine geht es ein bisschen schlecht, aber es geht. Ja, hier unten eine kleine Ecke noch. Ist es denn möglich? Dieser typische Vorführeffekt, Finger zu wenig. Na, komm rum. So. Ihr seht, einmal umgeschlagen. Ich mache die anderen drei jetzt auch noch. Einen kleinen Moment Pause. Ganz wichtig, die Ringe hier, dass er die noch dahinter macht. Weil ihr müsst ja nachher über den Vergaser damit. So. Jetzt sind zwar nicht auch mehr alle so schön. Moment. Die federn einfach so dahinter. Weil später geht es nicht mehr. Zumindest nicht so. Man könnte sagen, es ging gut. So, den einen mache ich jetzt noch, den vierten. So, Pause. So, die Gummis sind jetzt alle umgestülpt. Der Kameramann zeigt euch das nochmal gerade. Jetzt ist wesentlich Platz mehr.
Ich hole jetzt den Vergaser. Kannst weiterfilmen. Schaut mal, es sieht schon besser aus, oder? So. Aber ich mache jetzt auf den Gummis mache ich ein wenig Kleidmittel drauf. Beziehungsweise ich werde jetzt WD-40 ein ganz klein wenig was Schmierendes hin machen. Man kann auch Spülmittel drauf machen zum Beispiel. Also Spülmittel geht auch. Also ich habe eine einfache Sidolin-Spritze genommen, habe Spülmittel reingemacht und habe es ziemlich dick gemischt. Mache ich jetzt drüber, damit es nachher rutscht. Die Vorlasten ebenfalls ein wenig. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Wie gesagt, Gaszüge ist alles noch fest. Ich schiebe ihn einfach mal leicht angewinkelt nach hinten. Schiebe ich den jetzt erstmal rein. Dann muss ich mich ein Stück auf die Bühne stellen. So, wir sind drin. Das war jetzt keine Hexerei. Jetzt gehen wir mit dem vordersten Stück. Schieben wir es jetzt rein. Schellen sind lose. So, Vergaser ist drinnen, vorne ist drinnen. Schaut mal, wie viel Platz wir hier noch haben. Im Normalfall schon lange keinen mehr, aber jetzt haben wir noch Platz. Und jetzt zeige ich das, was ich euch gemeint habe, warum wir die umstülpen. Moment. Halt weiter drauf. Ich zeige euch jetzt mal, weil man es beim Innen nicht gut sieht, zeige ich euch jetzt mal, wie gesagt, sie sind ausgerichtet. Man kann hier noch ein kleines wenig rauf und runter, mehr ist nicht mehr, weil vorne ist noch nicht angezogen. Ich gehe jetzt einfach mit dem Schraubenzieher ganz leicht einmal links, einmal rechts und passt auf, was passiert hier rüber. Wenn ihr es richtig ausgerichtet habt vorher, es passt. Wie gesagt, ich werde die anderen jetzt genauso machen. Hier haben wir jetzt unseren Ring noch. So, den. Ah, Moment. Es geht mit dem Finger meistens besser. Ja, ich habe ein bisschen kurze Fingernägel jetzt. Aber das muss ja noch aufgesetzt werden hier. Da der Kameramann mir im Moment ein bisschen in die Füße steht. Auf jeden Fall, ich kriege mit zwei Fingern, wenn ich andersrum stehe, geht, rutscht das direkt drauf. So, der Vergaser ist vorne noch los, hier auch. Ich kann jetzt ein ganz klein wenig noch hier wackeln. Wenn ich alle vier drauf habe, wackele ich ganz kurz mal dran und mache ihn dann vorne fest. So, das Ganze noch auf der anderen Seite nochmal zu sehen. Das Ganze nochmal auf dieser Seite hier. Einfach drunter und drüber. Und dann nach vorne umgestülpt. So, zack, fertig ist die Lauge. So, jetzt die zwei inneren noch. Und wie gesagt, die Feder, die Sicherung drauf machen, ist da kein Problem. So, das war's von jetzt, von hier, von Bitbusch, von den Bitburger Eifelbikes. Würde ich sagen, war es das für jetzt im Moment schon mal. Ihr habt jetzt gesehen, man kann einen Vergaser so draufsetzen, ohne dass man sich Mühe macht. Es sind viele, zeige ich euch gerade noch hier am Luftfilterkasten. Diese Befestigung, wo der fest ist hier, kann man auch einen Zentimeter nach hinten. Aber das ist scheißegal. Es bringt euch nicht weiter, es bringt hier vorne nichts. Die Methode, wie wir es jetzt gemacht haben, war bis jetzt die geilste, die ich bis jetzt gemacht habe.
Und ich habe noch keinen gesehen, der es besser konnte. Also das ist jetzt für den Laien so, dass es funktioniert. Und denkt dran, dieser eine, den muss ich jetzt auch noch tauschen. Der ist jetzt nur für Demonstrationszwecke drauf gewesen, dass man sieht, wie weit der Schieber aufgeht. So hat sie volle 116 PS. Und ich bin mal gespannt. Ich habe ja 132er Original drin, die Hauptbeschleunigungsdüsen. 3 Nummern größer und sie kriegt jetzt Luft. Wohlgemerkt, wir sind bei der A7 jetzt. Die normalerweise 100, wo ich die Vergaser auseinander gemacht habe, habe ich festgestellt, es sind nur 100 der Düsen drin, im gedrosselten Zustand. Aber jetzt werden wir sehen, was bei rauskommt. Ich werde jetzt die restlichen Gummis noch drauf machen. Das ist ja jetzt nur noch ein Klacks, Gott sei Dank. Ich danke euch fürs Zuschauen, mein Kameramann. Ja, und wenn ihr mal ein Problem habt, ihr könnt mich erreichen, das ist auf den Videos nicht so bekannt, unter M.A. Becker 64 gmx.de. Da könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben oder wenn es irgendwie geht, wenn ihr auf Messenger kommt, kriegt gerne Auskunft. Und wenn ihr das Problem habt, auch dieses Vergaser-Innenleben auszutauschen und zu gucken, wie was funktioniert, das machen wir auch im anderen Video. Weil ich hatte jetzt gerade keinen Kameramann, als ich den Vergaser überholt habe. Aber jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben und es kommen noch viele weitere Videos, unter anderem von Simmeringwechsel einer Gabel vorne, die Gabel überholen. Das wird das nächste Video sein. Ich werde mir nicht lange Zeit lassen damit. Wir sehen uns. Ciao, macht's gut hier aus Bitburg.